Doch zuerst zum Sprengelmuseum. Der erste Spatenstich für den Anbau ist gerade erst 4 Monate her. Vom Rohbau noch nicht zu sehen, da kommt der Kostenschock. Über 2,5 Millionen Euro soll der Prestigebau jetzt mehr kosten. Insgesamt dürften die Baukosten am Ende bei 31 Millionen Euro liegen, Sarah Bittner berichtet. Der Erweiterungsbau des Sprengelmuseums wird teurer als erwartet. Auf einer Pressekonferenz informierten Stadtrat Hans Mönninghoff, Kulturdezernentin Marlies Trevermann sowie Museumsdirektor Prof. Dr. Ulrich Krempel über den Stand der Dinge. Unerwartete Umplanung im Grundwasserbereich, zweitens eine Erweiterung und Komplizierung des Fotodepots, neu kalkulierte Schwerlastbereiche, die für diesen kleineren Bereich insgesamt von Mehrkosten von 900.000 die Ursache sind. 28,5 Millionen Euro sollte der Anbau ursprünglich kosten. So jedenfalls die Berechnung des Architekten- und Kostenplanungsbüros. Nun liegt die Summe schon bei 31 Millionen Euro. Gesprengt hat den Budgetrahmen unter anderem die besondere Fassade. 600.000 Euro ist sie teurer als ursprünglich kalkuliert. Wenig Wettbewerb im Vorfeld ermöglichte den Baufirmen einen hohen Risikoaufschlag. Dadurch entstanden erneut hohe Kosten. Eine Umplanung käme allerdings nicht in Frage, da nicht sicher sei, ob es zu einer Kosteneinsparung führe, so Trevermann. Ob die zusätzlichen 2,5 Millionen Euro nun reichen, steht noch nicht fest. Das ist nicht absehbar. Wenn es noch vielleicht 1-2 Millionen mehr wird, dann werden wir damit leben müssen. Aber wir versuchen, die Kosten zu minimieren und die müssen dann aus dem städtischen Haushalt getragen werden. Bis Ende 2014 muss der Bau fertiggestellt sein. Passiert dies nicht?